du ertappst die Kinder beim Minecraft-Spielen, wie reagierst du? Na, ich würde zuerst mal meinen, schon wichsen, das war jetzt mal so die erste Ding wahrscheinlich. Und dann so, ah, nur Minecraft, alles easy, Mann, mach wieder, Boy. Okay, also soll lieber Minecraft spielen als wichsen? Ja, es darf auch beides. Also normal, wenn du Minecraft spielst, tust du meistens auch wichsen, also von dem. Also, ich weiss nicht, wie du Minecraft gespielt hast. Salut zusammen, ich bin hier mit dem Robin von Schweizkisten. Salut zusammen! Und der Fantasy Basel und wir fragen ein bisschen die allgemeinen Stereotype über Cosplayer und Gamer ab. Übrigens, ich möchte wissen, ob ich meine Haare jetzt blond färben soll oder ob ich sie braun lassen soll. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ich machen soll. Mach's nicht, Lüde. Okay, also, los geht's. Wer sind die genau? Ich bin Shock Trooper aus dem Battlefront 2. Okay. Und du? Sklave Leia, also Prinzessin Leia aus Star Wars. Okay, also bist du seine Sklavin? Oder? Nein. Jetzt erst mal ganz allgemein, welche Cosplay-Figur würde zum Meer passen? Pinguin von Goffin. Okay. Sagt mir jetzt nichts. Ich hoffe, es soll jetzt nicht so gut irgendwie. Ich muss es dann mal nachschauen, vor allem, wie mein Kameramann gerade am Lachen ist. Jemand aus Game of Thrones würde zu dir passen. Okay. Ist das wegen der Haare oder ist das... Mit Haaren, mit dem Bart und alles. Ja. Du bist doch ein bisschen sehr leicht bekleidet. Cosplay ist alles erlaubt. Da sind keine Grenzen gesetzt? Doch schon. Okay. Aber ich tue es jetzt wirklich als Limit pushen. Du bist absolut am Limit, okay? Also ich meine, dir kann es ja nur recht sein, nehme ich mal an. Also ich habe meine Freundin eben eigentlich da. Stell dir vor, jemand löscht deinen Spielstand und du musst wieder von vorne anfangen. Wie reagierst du? Rage quit. Okay. Rage quit. Oh, Table flip, I'm out. Ich mach den Scheiß nicht mehr durch. Okay. Ist das so ein Slang von dir, dass du gerne englische Wörter benutzt? Oder bist du einfach zu lange in Australien gewesen, liebe Evelyn? Wie reagierst du? Kommt darauf an, was für ein Spiel es ist. Wenn es heisst, wenn ich so richtig so Nerven gebraucht habe, um dran zu kommen, dann bin ich schon am Sterben innerlich. Nein, aber es ist halt schon, man hat sich halt gleich Zeit genommen und Mühe gehabt, um so etwas zu machen. Aber ich würde jetzt nicht dran sterben. Wie gehst du mit diesem Kostüm aufs WC? Ja, ganz klar. Also, wie machst du das? Hosenladen auf. Aha, ja, okay, das habe ich nicht gesehen. Ganz normal wie die anderen. Ich habe kein Problem, ich kann so zu Hause, ich kann es abziehen. Ich bin ein Mann, du weißt. Okay. Welche Fragen sollte man an einem Gamer auf keinen Fall stellen? Keine Ahnung. Okay. Man hat das letzte Mal getuscht oder so. Ob er noch Jungfrau ist oder nicht. Okay. Musst du das einige Mal anhören? Zum Glück nicht, nein. Ob ich mal so eine Art Terrorist werde, weil ich halt Ballerspiele spiele. Du ertappst die Kinder beim Minecraft-Spielen, wie reagierst du? Na, ich würde zuerst mal meinen, schon wichsen, das war jetzt mal so die erste Ding wahrscheinlich. Und dann so, ah, nur Minecraft, alles easy, Mann, mach wieder, Boy. Okay, also soll lieber Minecraft spielen als wichsen? Ja, es darf auch beides. Also normal, wenn du Minecraft spielst, tust du meistens auch wichsen, also von dem. Also, ich weiss nicht, wie du Minecraft gespielt hast. Aber ich habe das nicht gleichzeitig gemacht. Habe ich das falsch verstanden, oder wie? Das wird komische Gedanken aufwerfen. Ja, ich glaube, was an diesem Game ist, anzuhören. Also, vielleicht muss er ein bisschen experimentieren mit Blöcken. Vielleicht ist das ein Fetisch für Ecken, man weiß ja nicht. Also ich finde jetzt Minecraft nicht so ein sexy Spiel, dass man dazu muss... Du, warte mal, was mein Sohn in Minecraft hat. Aber ich finde, man darf in der Nacht gamen und wichsen. Das eine Kind spielt Minecraft und das andere nimmt irgendwie Drogen, weil es gibt zur Adoption frei. Ich glaube beide. Beide? Bist beide nicht? Ich muss jetzt ehrlich sagen, das ist ja mein erstes. Ich habe vorher noch keins gemacht. Ist das erste Mal? Ja, das erste Cosplay. Wow. Du wirst heute entjungfert? Nein, ich bin am Donnerstag entjungfert worden. Ah, okay. Also jetzt in Bezug auf Fantasy oder in Bezug auf das echte Leben? Nein, Fantasy. Okay. Man hat das Gefühl, Gamer sind oft so asoziale Wesen, die irgendwo im Kämmerli für sich irgendwie verfaulen und unsportlich sind. Könnt ihr das Klischee bestätigen? Ja, ich finde ich schon. Also es verändert sich jetzt in nächster Zeit so ein bisschen. Aber nein, ich habe das Gefühl, es ist immer noch so ein bisschen. Man hat immer so. Ich war immer draußen, habe Freunde gehabt, bin mit ihnen draußen. Habe immer noch Freunde. Okay. nee, aber das ist meiner Meinung nach ein Vorteil. Aber viele stellen sich ja der Gamer als jemand vor, der nie Tageslicht sieht, der nie Sport macht, der eine Jungfrau ist. Was sagst du zu diesem Klischee? Ja, stimmt. Du bist noch Jungfrau? Nein. Dann stimmt's ja nicht. Okay, stimmt, ja. Also du bist noch Jungfrau? Nein, bin ich nicht. Also was jetzt? Ist er noch Jungfrau? Das ist Klischee, aber... Nein, ich glaub's nicht. Ist er noch Jungfrau?
keine Ahnung. Er hat Sex vor der Ehe gehabt. Was? Du un... Mensch. Nein, ich toleriere es bei ihm. Er hat einen sehr guten League of Legends Stand. Darum. Und zwar bin ich sehr sportlich und kann bis da raufkommen, weil ich mache Kickbox. Ich bin sportlich und wir haben einen Hund, wir gehen immer laufen. Mach's gut. Gegen noch eine Küste auf die Backe. Oh Mann, Robby, du müsstest doch noch filmen. Das war doch verstanden. Oh, sorry. Das wird schon eine Kamera gemacht.